Hallo meine Lieben, willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. Heute basteln wir drei Weihnachtskarten. Und los geht's, ich schmeiß euch direkt rein. Los geht's mit der ersten Karte. Wir haben hier einen Aufleger aus Designpapier in Türkis. Und das Ganze ist gemattet mit recycelter Verpackung von Schokoküssen. Für euch sieht es aus wie silberner Spiegelkarton im Video. Ist es ja auch eigentlich. Also es ist ja von innen beschichtet und die nutzen wir jetzt und haben wir unsere Mattung draus geschnitten. Ich nähe das Ganze jetzt am Rand mit einer einfachen Naht. Hier ziehen wir die Fäden nach hinten und verkleben sie an der Karte, damit die uns beim Kleben auch nicht stören. Das, was über ist, können wir wegschneiden und wegschmeißen. Ich habe meine Waffelflower Stencil Matte ins Bild geholt und mein Aufleger draufgelegt. Als erstes möchten wir schablonieren. Und zwar nehmen wir heute das Tonic Studio Glacier Paste in Quecksilber. Und um sicher zu gehen, dass ich nicht zu weit schabloniere, klebe ich mit dem lilanen Masking Tape vom Action die Ränder ab. Also das, was silbern erscheint, meine Mattung, die wird komplett abgeklebt, damit das Ganze, also die Schablonierpaste nicht über den Rand des Designpapiers drüber geht. Das ist die Schablone, die wir heute auf allen drei Karten benutzen möchten. Und zwar ist das die Gina K. Wo ist das denn? Festive Schablone. Auch die sichere ich nochmal zusätzlich mit etwas Klebeband, weil ich gemerkt habe, dass sie halt etwas absteht und beim Schablonieren möchte ich das Ganze so flach wie möglich halten. Meine Paste ist ganz neu. Die werde ich jetzt das erste Mal verwenden. Ich hatte ein bisschen Schwierigkeiten, das Ganze zu öffnen. Ich habe dann mit dem Nagel tatsächlich eingestochen und am Rand entlang die Folie gelöst. Mit einem Plastikspachtel tragen wir die Masse vorsichtig und gleichmäßig auf der ganzen Fläche auf. Ich hatte mit den letzten Ecken etwas Schwierigkeiten und da nehme ich meinen Silikonpinsel aus dem Make-up-Bereich und fühle die letzten Ecken. Natürlich das Ganze, was noch über ist, sichern. Die Schablone wieder abziehen. Und das, was auf der Schablone über ist, können wir für den zweiten Hintergrund direkt mitverarbeiten. Zum Wegschmeißen ist das zu schade. Hier seht ihr eine Silikonbackunterlage. Das ist der zweite Kartenaufleger in Türkis. Das ist auch Leinenstruktur Cardstock, den ich vom Action habe. Mit einem feuchten Babytuch trage ich die restliche Masse, die auf der Schablone übergeblieben ist, und verwische sie so ein bisschen in die Schablone rein. Ich versuche so viel von der Paste, die übergeblieben ist, auch wieder zu verwenden. Das wird dann am Ende nicht so dick sein wie jetzt beim ersten Versuch. Dafür aber eigentlich auch ganz nett. Man sieht auch jetzt schon, es glänzt ein bisschen silbern. Ihr habt die Schablone gereinigt und gleichzeitig noch einen zweiten Hintergrund geschaffen. Das Ganze beiseite zum Trocknen legen. Sauber machen, abwischen. Auch eure Schablone, Spachtel und so weiter müsst ihr so ziemlich nach der Benutzung auch sauber machen. Ansonsten, wenn das einmal angetrocknet ist, kriegt ihr das nicht mehr so einfach ab. Dann müsst ihr kratzen. Die Klebestreifen hebe ich auf. Die werden für was anderes später benutzt. Die müssen jetzt halt trocknen, genauso wie auch mein Hintergrund. Und hier ist auch schon der dritte. Die Schablone ist gereinigt und getrocknet, wird einfach oben drauf gelegt. Ich sichere es mir trotzdem noch zusätzlich mit Klebeband,
Und dieses Mal möchte ich keine Schablonierpaste, sondern ein weißes Pigment Stempelkissen benutzen. Dieses hier ist von Gina K. Dazu noch ein Schminkpinsel von Action. Diesen Pinsel benutze ich ausschließlich für Weiß, den mische ich nicht mit anderen Farben. Trotzdem, bevor ich dann in die weiße Farbe reingehe, erstmal Mikrofasertuch gucken, dass der Pinsel richtig sauber ist und dann die Farbe über die Schablone verteilen. Ich habe zuerst in der Mitte angefangen und dann überlegt, naja, wenn das Motiv drauf ist, sieht man davon wahrscheinlich eh nicht mehr viel und konzentriere mich dann auf die Ecken und Kanten. Hier könnt ihr entweder flächig das Ganze schablonieren oder ihr sucht euch eine Ecke aus oder ihr könnt auch nur einen Bereich der Schablone einfärben. Da ist eurer Fantasie eigentlich alles erlaubt. Ihr könnt machen, so wie ihr es wollt. Jetzt wird es ein bisschen trübe, würde ich sagen. Das dunkelblaue, was vorher so ziemlich eindeutig zu erkennen war, wird ja heller. Interessant wird das, wenn man die Schablonen dann anhebt, wie das dann ausschaut. Hier ist mir ein kleiner Fehler passiert. Die Schablone ist etwas verrutscht. Es ist nur ein Millimeter, vielleicht ein halber. Aber man kann es repositionieren, anheben, neu ankleben. Man kann sozusagen ziemlich gut erkennen, wo man schabloniert hat und das Ganze dann wieder weiter fortsetzen. Ich mache hier so lange weiter, bis ich komplett den ganzen Rand mit eingefärbt habe, bis ich damit zufrieden bin. Und so sieht das Ganze aus. Also ich finde das schon ganz nett. Jetzt das Ganze, ach ja genau, die Glacier Paste trocknet schnell aus, wenn ihr die nicht vernünftig schließt. Ich empfehle euch hier mit Frischhaltefolie das Ganze zu sichern, zuschrauben, beiseite stellen und im Idealfall auch sehr schnell aufbrauchen. Sowas könnt ihr nicht jahrelang aufbewahren. Hier habe ich euch die Masse, also die Größen der Karten aufgeschrieben. Wir haben eine 15x15 Karte, zwei A6 Karten in 10,5x15 cm. Die habe ich vorher schon zugeschnitten, um euch nicht allzu sehr zu langweilen. Das ist dann die große 15x15 Karte. Die falzen wir jetzt in der Mitte. Ich habe hier ein Prägestift genommen, umgedreht das Ganze und ja, geprägt. Das gleiche auch mit den kleineren Karten zugeschnitten. Hier wird nochmal gefalzt. In der Mitte bei 10,5 eine Falzlinie setzen. Umdrehen, nachdrücken und dann habt ihr auch die Karte schon fertig. Hier hatte ich einen kleinen Ausrutscher, also setze ich das Ganze nochmal Kante an Kante an und präge das noch ein bisschen nach. Die drei Karten sind fertig. Da sind unsere Aufleger wieder aus Schokopapier und einmal Krafttonpapier. Hier ist die erste Karte. Wie ihr seht, durch die Feuchtigkeit hat sich das Ganze ein bisschen gewellt. Das ist der Aufleger für unsere quadratische Karte. Da möchte ich mit weitermachen und um sicher zu gehen, dass es wirklich trocken ist und ich nichts mehr verwische, nehme ich meinen Heißföhn und trockne das noch zusätzlich. Hier nehme ich das Stempelkissen Nummer 43 vom Action und ein trockenes Feuchttuch, um meine Ränder ein bisschen einzufärben. Das gleiche mache ich auch mit der Mattung, mit dem silbernen Karton.
und mit meiner Mattung aus Kraftpapier. Jetzt kann ich meinen quadratischen Kartenaufleger schon aufkleben. Hier habe ich Klebestift und ich trage den großzügig auf meinem Aufleger auf, klebe den auf meine Mattung und anschließend wird das Ganze nochmal mit der Nähmaschine durchgenäht. Um die Nähmaschine halbwegs ins Bild zu bekommen, muss ich dann ganz schön rauszoomen. Hier seht ihr auch, was auf meinem Tisch alles noch rumliegt. Hier auch wieder eine einfacher Nähstich von 2,5 cm Breite. Einmal drumherum nähen. Auch das ist optional, das heißt, wenn ihr keine Nähmaschine habt oder nicht nähen möchtet, müsst ihr das natürlich auch nicht. Ich habe mich inzwischen daran gewöhnt, das gehört bei mir einfach dazu. Die störenden Fäden müssen wir jetzt wieder nach hinten durchziehen. Und mit Klebestreifen das Ganze dann wieder ankleben und sichern. Und das Ganze abschneiden, was überbleibt. Das ist Aquarellpapier von Gerstecker, das ich hier ins Bild geholt habe. Und die Stempelhilfe von Nelly Snellen. Der sogenannte Stamping Body müsste das heißen, glaube ich. Das ist eine Stempelplatte von Gina. Ornamental Snowflakes heißt die Platte. Die kam letztes Jahr raus. Ich hatte mich so gefreut. Ich fand die total klasse und habe mir damals die zum Geburtstag quasi selbst gekauft. Und als sie dann ankam, hatte ich keine Zeit, um die auch nur halbwegs auszuprobieren, einzuweihen. Deswegen habt ihr gerade gesehen, habe ich die neuen Stempel einmal mit der Hand gestreichelt, quasi, um das Ganze ein bisschen, das was sozusagen bei der Produktion überbleibt, um das abzutragen. Das lässt das Stempelbild hinterher sauberer erscheinen. Ihr könnt das Ganze auch vorher einfach stempeln. Und je öfters ihr den Stempel verwendet, desto leichter fällt euch dann der Abdruck sauber hinzubekommen. Hier ist das VersaMagic Watermark Stempelkissen, was ich zum Stempeln benutze. Mit meinem Ellenbogen verteile ich die Kraft, dass der Stempelabdruck auch sauber ist. Und um ganz sicher zu gehen, hier noch ein zweites Mal. Diese kleine Töpfchen ist auch so eine Probe von Tonic Studio, das hatte ich mal in einem Kit gehabt. Das ist das Silver Moonlight Embossing Pulver. Es hat so Glitzerpartikel mit drin. Ich fand es ganz nett und dachte, wir machen zu dem Blau und Türkis einen schönen Silberton dazu. Das passt ganz gut. Da, wo die Bereiche nicht ganz gut getroffen waren, gehe ich nochmal mit Pulver drüber. Wo zu viel Pulver ist, versuche ich mit dem Pinsel die losen Partikel wieder abzutrennen, wegzuwischen. Und jetzt kommt der Heißfön wieder zum Einsatz. Natürlich erstmal das Embossingpulver zur Seite, ansonsten pustet ihr das alles durch die Gegend. Ihr könnt an der Struktur erkennen, da wo es glänzend wird, ist das Ganze schon erhitzt und embossed und mit dem Motiv halt weiter machen. Nie zu lange auf einer Stelle erhitzen, ansonsten könnt ihr das Embossingpulver auch zerstören. Um die Stempel wieder wegzuräumen, mache ich die jetzt sauber mit einem feuchten Babytuch und mit einem Mikrofasertuch. Die werden auch wieder direkt auf die Platte, wo sie herkommen, aufgeklebt, damit ich sie auch später nicht verliere oder suchen muss.
Hier habe ich eine Stanze von Nellies Nen genommen, um mir ein bisschen die Positionierung meines Baums zu erleichtern. Ich möchte aus dem Sparkle in Shine den Tannenbaum und die Schneeflocke stempeln. Der Tannenbaum für unsere quadratische Karte und die Schneeflocke für die zweite A6-Karte. Die vorher gestempelten Motive, alle drei, kommen auf eine Karte mit drauf. Wie ihr seht, auch wieder erstmal antasten, dann mit dem Stempelkissen einfärben, abdrücken, mit dem Ellenbogen das Ganze kräftig andrücken, das Ganze noch wiederholen und ein zweites Mal. Jetzt wieder mit dem Embossing-Pulver. Wie gesagt, das war nur so eine Probe, deswegen ist es ein ganz kleines Pöttchen. Teilweise ist es auch schon schwierig, dieses Pulver über mein Motiv zu verteilen. Hier habe ich auch einen kleinen Fehler entdeckt. Ich habe in der Mitte des Motivs zu wenig Farbe. Das kann man leider vorher nicht immer so gut erkennen und werde das im Laufe des Videos noch ein bisschen korrigieren. Ich habe einen Marker von VersaMagic und ich kann die Stellen, wo was fehlt, noch ein bisschen nachmalen und mit dem Embossing-Pulver füllen. Hier das Ganze wieder erhitzen. Unser Bogen ist voll, also nehmen wir einen neuen. Das ist wieder Aquarellpapier. Stempel reinigen, wieder wegräumen. Jetzt fehlt uns noch die Schneeflocke. Für die Schneeflocke hatte ich vorher schon die Größe von meiner Stanze oder die Stanze dafür schon ausgesucht. Hier positioniere ich das nicht zu nah am Rand, aber auch so, dass ich das Papier auch spare, dass ich nicht einfach mitten auf den Bogen irgendwo stemple, sondern auch von dem Papier so viel wie möglich weiterverwenden kann, so nah wie möglich an die Kante. Auch wieder mit VersaMagic doppelt stempeln und anschließend das Embossing-Pulver oben drüber. Hier habe ich auch einen zweiten Bogen genommen, weil ich gemerkt habe, ich komme so nicht weiter. Das Überschüssige wieder entfernen. Da, wo ihr seht, dass zu wenig ist, nochmal probieren. Manchmal bleibt es halt dran haften. Mit dem Pinsel die trockenen Partikel wegwischen. Und mit dem Heißföhn wieder das Ganze erhitzen. Das ist übrigens mein 50. Video und das erste Mal, dass ich einen Voice-Over aufnehme. Das ist für mich eigentlich schon vor 5 oder vor 4 Jahren das Ziel gewesen, das so zu machen, dass ich das Videomaterial schneller abspielen lasse, damit ich euch nicht zu sehr langweile, weil die Prozesse, die kennt eigentlich jeder bzw. viele von euch schon. Und wenn ich dann halt was dazu sagen kann, das Ganze beschreiben kann, finde ich das leichter nachzuvollziehen, als wenn ich das die ganze Zeit aufnehme. Das Video wär, glaube ich, sonst irgendwie 3 Stunden lang geworden. Hier fangen wir an, unsere Motive auszustanzen. Dazu nehme ich die Stanz- und Prägehilfe von Action. Die verwende ich auch schon ein paar Jahre. Bin auch sehr zufrieden damit. Um die Stanze zu sichern, habe ich hier auch wieder das lila Masking Tape verwendet. Einmal vor und zurück. Dieses Motiv ist etwas, ja, aufwendiger durch die Punkte am Rand. Um den Überschuss wegzukriegen, habe ich hier eine Checkkarte verwendet und das Ganze abgekratzt. Das geht am schnellsten.
Das Klebeband könnt ihr ziemlich lange wiederverwenden, bis es halt nicht mehr klebt. Das wird die Mattung für unsere gestanzte Schneeflocke sein. Hier habe ich einen Bogen von Schokokuss-Verpackungspapier wiederverwendet. Das Ganze ein bisschen gekürzt, damit es auch durch die Prägemaschine auch passt. Wieder sichern, dass da nichts verrutschen kann. Es kommen ja noch einige Motive und die werden alle jetzt nach und nach ausgestanzt. Für den Tannenbaum benutze ich die rechteckige Stanze von Nelly Snell, die ich euch vorher schon ins Bild gehalten habe. Auch die wird gesichert. Beim Stanzen wird ein Teil des Motivs weggeschnitten. Wenn es einen stört, kann natürlich auch größere Stanze benutzen. Ich hatte jetzt die ausgesucht und ich habe auch vorher schon gewusst, dass ich dann das Motiv etwas wegschneiden muss, damit das reinpasst. Für den Spruch hier in Rund verwende ich einen Stanzer von Ekey Success. Das ist ein Viertelkreis. Die restlichen filigranen Schneeflocken, die etwas kleiner ausfallen, die werden wir jetzt auch mit einem Kreis mit Nahtkante ausstanzen. Die meisten Stanzen sind jetzt auch tatsächlich vom Action gewesen. Ihr könnt auch andere Kreise verwenden, beziehungsweise andere Stempel. Ihr könnt das auch auf andere Motive übertragen. Ich fand für Weihnachten Schneeflocken oder hier Kugeln und sowas passt ganz gut. Es ist eine recht einfache Form. Und da eignet sich halt Kreis am besten. Auch hierfür brauchen wir noch eine Mattung, um die Motive halt ein bisschen hervorzuholen. Auch die werden wieder aus Schokokusspapier zugestanzt. Ich halte euch auch gleich die verwendeten Stanzen oder Stanzsets in die Kamera und zeige euch, wie die aussehen. Vielleicht habt ihr sogar die auch schon zu Hause. Sind jetzt keine neuen Sets, ist es jetzt nicht unbedingt etwas, was aktuell auch im Action zu kaufen gibt. Ich schaue immer bei den Stanzen nach und wenn was Neues dabei ist, was mir zusagt, dann kaufe ich das für den Preis, den der Action anbietet. Da kann man eigentlich nichts falsch machen. Hier sind die Kreise mit passenden Mattungsstanzen. Das ist das Nelly Snellen Set. Hier ist ein weiteres Action-Set mit der Nahtkante. Und das letzte ist so ein Basic-Set, was eigentlich für jeden geeignet ist. Es sind wirklich ganz viele Kreise. Und gerade diese Zwischengrößen, finde ich, haben viele Stanzen nicht. Das ist da ein Hilfstool von Sizzix, was euch das Rausstechen von, ja, wie hier, ganz vielen kleinen filigranen Kreisen erleichtert. Funktioniert trotzdem nicht immer hundertprozentig. Ich hatte, glaube ich, am Ende auch zwei über, die jetzt nicht rausgegangen sind. Die werden halt einzeln rausgeprickelt dann. Hier ist wieder meine Waffelflower Stencil Matte. Ich habe mir überlegt, dass ich die Motive noch ein bisschen farblich einfärben möchte. Hier haben wir ein Stempelkissen Nummer 30 von Action. Ein Pinsel dazu. Das ist mein blauer. Den benutze ich für alle Blautöne. Das hat mir so an sich ganz gut gefallen, also habe ich dann auch den Spruch eingefärbt. Die drei Motive sind ja tatsächlich auch die, die auf eine Karte zusammen drauf kommen. Den Spruch werde ich aber komplett einfärben, nicht nur in der Mitte, sondern wirklich durchfärben.
Das Ganze embossed ist, wird da, wo das Geprägte schon ist, keine Farbe aufgenommen. Ihr könnt das mit Mikrofasertuch alles abwischen. Das war der Kästanzer 1,5 Zoll Scalloped Kreis. Das heißt, er hat so eine Wellenrand. Und da das so schön war, machen wir das hier auch bei der großen Schneeflocke genauso. Wir färben das in der Mitte ein. Und so haben wir ein bisschen einheitlichen Look bei allen drei Karten, weil wir die gleichen Farben verwenden, gleiches Embossing-Pulver, gleiches Papier. Auch der Tannenbaum, eine untypische Farbe an sich, aber das gibt dem Motiv dann doch schon irgendwie was Besonderes. Den Überschuss wieder abnehmen. Hier kommt das Graue wieder zum Einsatz, was wir schon für die anderen Kanten verwendet haben. Auch hier gilt, wenn ihr was macht, dass das halt auf allen Ebenen sich wiederholt. Ihr könnt nicht eure Mattung einfärben am Rand und dann die Motive dann blanko lassen. Das sticht zu sehr raus. Und wenn ihr das halt alles gleich bearbeitet, dann wirkt das Ganze auch in sich fließend und einheitlich und schöner fürs Auge. Hier werden die zwei letzten Löcher rausgeprickelt. Das ist doppelseitiges Klebeband vom Action und der Craft Tacky Glue von Tonic Studios. Ich benutze beides, das heißt, ich klebe erst das doppelseitige Klebeband, ziehe die Folie ab und klebe dann mit dem Tacky Glue dazu oder dazwischen die Zwischenräume, um einfach besser zu kleben. Ich vertraue dem doppelseitigen Klebeband alleine nicht und mit dem Tacky Glue komme ich soweit auch ganz gut zurecht. Ich würde so beschreiben, das doppelseitige Klebeband hält euer Produkt jetzt fest, aber auf lange Sicht ist der Tacky Glue das, was euch dann die Sicherheit gibt, dass die Sachen auch nicht mehr auseinanderfallen. Doppelseitiges Klebeband kann durch Sonneneinstrahlung oder längere Lagerung durchaus auch mit der Zeit sich ablösen. Und das wollen wir ja nicht. Wir wollen, dass die Karten ja auch länger schön sind. Deswegen hier doch quasi doppelt gemoppelt. Aber es hält. Hier habe ich ausprobiert, wie mache ich das weiter? Stempel ich mir das Ganze, um sozusagen die Aufhängung der Kugeln zu simulieren? Ich habe mich am Ende dann dagegen entschieden und hier mache ich mir auch eine Mattung noch fertig für das rechteckige Motiv. Ich messe es aus und hier schreibe ich das sogar hin, schneide mir aus diesem aus dem Verpackungsmaterial ein Rechteck in 8,3 mal 11,7 cm. Das heißt, mein Motiv, was ich jetzt gestanzt hatte, müsste 7,9 mal 11,3 cm sein. Oder ja, wenn ich etwas matte, nehme ich immer 4 mm mehr. Deswegen, das war jetzt die Größe, die ich für die Mattung sozusagen ausgesucht habe. Hier hatte ich angefangen zu schneiden, festgestellt, dass das Stück, was ich genommen hatte, zu kurz war, dass diese 11,7 cm überhaupt nicht erreicht. Also neues Stück Papier, davon habe ich ganz viele Reste. Ich habe das lange Zeit gesammelt. Meine Kinder essen die Schokoküsse so gerne und da fällt halt einiges an Müll zusammen. Macht ja nichts, kann man ja alles schön verarbeiten. Hier teste ich, ob der Hintergrund trocken ist. Der mit der Schablonierpaste ist zu dem Zeitpunkt noch ziemlich feucht. Aber der zweite geht. Hier seht ihr auch nach dem Trocknen, es wird immer glänzender. Und ich finde, ein bisschen Schimmer und Glanz und Glitzer passt zu Weihnachten. Um das Ganze wieder abzurunden, auch hier wieder die Kanten einfärben. Und auf unsere Mattung aufkleben.
Klebestift, da wisst ihr ganz genau, was jetzt folgt. Das wird aufgeklebt und wieder genäht. Das Chaos um mich herum wurde mit der Zeit immer mehr. Ich habe immer mehr Sachen zu mir geholt oder holen müssen. Hier gehe ich auf Nummer sicher und mache mir unter meinen Nähfuß noch ein Stück Papier drunter, weil ich Angst habe, dass ich dann vielleicht doch irgendwo vielleicht nicht ganz trockene Stellen habe und das Ganze verwischen könnte. Das heißt, links unter den Fuß wird das Papier mit eingeklemmt. In der Mitte wird genäht und rechts ist ja nichts. Das macht also gar keinen Unterschied. Und hier, das empfehle ich euch übrigens auch bei Spiegelkarton oder beschichteten Papieren, wenn ihr Angst habt, dass euch die Oberfläche beschädigt, immer ein Stück Schmierpapier, irgendwas dazwischen legen. Je dünner, desto besser. Auch hier sichern wir unsere überschüssigen Fäden und schneiden den Rest weg. Hier probiere ich schon aus, wie das ungefähr von der Aufteilung auf der Karte wirkt. Da habe ich den aus dem Set beigefügten Stempel ausprobiert, der war mir aber zu klein. Und dann habe ich den aus dem Sparkle and Shine Set genommen. Der ist was größer. Und dadurch, dass ich halt nicht nur die Schneeflocke, sondern auch quasi einen Kreis drumherum gestanzt habe, wirkt das Ganze in sich größer. Und das sah jetzt mit der kleinen Aufhängvorrichtung ziemlich komisch aus. Ich verwende hier das Archival Ink in Grau und stempel das direkt auf mein Reststück Aquarellpapier. Auch da werde ich zweimal stempeln. Der Stempel ist neu. Wie gesagt, manchmal stempelt das nicht ganz sauber und ich brauche zwei Stück, also wird das Ganze versetzt, eingefärbt, gestempelt, wiederholt, doppelt gestempelt. Den Stempel wie immer nach dem Stempel sauber machen. Hier sieht man auch schon, dass er sich leicht verfärbt hat, was dem Stempelabdruck aber überhaupt nichts macht. Das heißt, VersaMagic war transparent, das kann nichts einfärben. Aber wenn ihr mit anderen Farben an eure Stempel dran geht, dann kann es durchaus passieren, dass sie halt wirklich sich verfärben. Von Hand alles ausgeschnitten hier. Ich bin teilweise aus dem Bild raus. Da muss ich echt wirklich aufpassen beim nächsten Video. Ich habe das leider oft sehr spät erst gemerkt, dass ich dann nicht ganz im Bild war. Aber überwiegend hat das dann doch ganz gut geklappt. Ich lasse, wie ihr seht, auch ein bisschen weißen Rand. Hier habe ich Kleber verwendet. Das war jetzt Sticky Glue, das Flüssige. Und nur unten den Kleber aufgetragen, wo sich quasi der Stempel und die Stanzung oder der Kreis sich treffen. Oben braucht ihr noch keinen Kleber. Jetzt das Ganze ausprobiert wieder. Das ist eine Crocodile. Damit loche ich die Ösen oben, damit ich auch später einen Faden durchziehen kann, um die Weihnachtskugeln aufzuhängen. Dafür verwende ich silbernen Faden. Ich ziehe mir was davon ab, schneide mir ein Stück und lege das doppelt. Der Faden ist relativ fein. Ich hatte jetzt in Silber nichts Dickeres zu dem Zeitpunkt. Dann habe ich gesagt, ich probiere das aus und am Ende hat es mir auch eigentlich ganz gut gefallen. Also doppelt gelegt
kann man gut mitarbeiten. Das Ganze noch für die zweite Kugel. Einfach doppelt legen, durchfädeln. Jetzt kommt Schaumklebestoff oder Schaumklebeband vom Action zum Einsatz. Dafür nehme ich eine beschichtete Schere. Ich möchte nicht, dass meine Schere durch den Kleber kaputt geht. Da ist eine Teflon-beschichtete Schere besser für geeignet. Aber auch hier nehme ich Tiki-Glue, um etwas Spielraum zu haben. Wenn ich dann etwas andrücke, kann ich das nicht mehr verschieben. Und das Tiki-Glue gibt mir halt etwas Zeit. Und hier habe ich festgestellt, oh, das ist zu hoch gesetzt, zu weit rechts. Wir haben das umpositioniert. Jetzt das zweite Ankleben. Wieder Schaumklebestoff, damit es ein bisschen Abstand hat von der Karte. Und unser Tacky-Glue. Hier habe ich unten bzw. links, unten links nicht, also normal Tacky-Glue benutzt und kein Schaumklebeband, weil sich die beiden Motive überschneiden. Genauso wie hier. Die Ecke, die frei steht, ist doppelt gelegt mit Schaumklebeband und der Rest ist mit Tacky-Glue aufgefüllt. Andrücken, festkleben. Jetzt die Fäden nach hinten ziehen und hinten wieder mit Tesafilm fixieren, damit die nirgendwo hin können. Den Rest an Faden habe ich aufbewahrt. Der wird halt später mit auf der Karte verarbeitet. Also es gibt nicht immer Reste, die ja, Müll sind. Man kann die wirklich wie hier einfach zusammenknüllen und dann dazwischen packen, aufkleben. Auch dafür eignet sich einfach Tiki-Glue. Damit kann man so ziemlich alles kleben. Ich drücke das ein bisschen mit der Schere rein. Und von der anderen Seite nochmal. Jetzt ist unsere Karte Nummer 2 so gut wie fertig. Wir können hier wieder mit doppelseitigem Klebeband das Ganze auf den Kartenrolling aufkleben. Auch hier erst doppelseitiges Klebeband und anschließend mit Tacky Glue das Ganze, ich denke, sag mal, besser kleben. Die Schokoverpackung ist auch relativ dick. Das heißt, ihr wollt schon sicher gehen, dass das auch vernünftig geklebt ist. Jetzt fehlt eigentlich nur noch etwas, ich sag mal, Deko in Form von Schmucksteinchen und Pailletten. Zumindest war es in diesem Fall das, wofür ich mich entschieden habe. Hier hole ich meine Pailletten raus. Ich habe verschiedene Silbertöne und in dem Fall habe ich mich für das matte Silber entschieden. Und ein paar Glitzersteine in Weiß oder Weiß mit Silberfolie hinterlegt. Mit Tacky Glue setze ich mir Punkte und klebe meine Pailletten da drauf. Mit der Rückseite von meinem Pinsel habe ich jetzt die ganzen Pailletten eingedrückt, damit die halt im Kleber etwas besser angedrückt, beziehungsweise damit sie halt wirklich kleben. Hier sind die Schmucksteine. Das sind relativ kleine. Ich meine, 2 oder 3 mm müssen es sein. Ich variiere die Größen gerne und hier habe ich mir was ausgesucht, was halt nur eine Größe im Fach hatte. Deswegen hole ich dann auch später noch, wie hier, größere Steine. Die größeren sind definitiv vom Action, das weiß ich. Das waren so Bögen mit verschiedenen Formen auf einem Bogen. So, das war's auch schon. Also ich würde sagen, glänzt und glitzert. Gehen wir weiter zu unserer quadratischen Karte. Auch die wird jetzt zusammengesetzt. Als erstes kleben wir unser Motiv auf die Schokoverpackungsmattung. Auch hier ohne Tacky Glue geht gar nichts.
Ihr seht aber auch, dass ich immer den Kleber recht fein auftrage. Ich mag es nicht, wenn der Kleber raussüfft, deswegen immer vorsichtig mit Flüssigkleber umgehen. Die Flasche von Tonic Studios lässt sich sehr schön dosieren. Da gibt es aber auch viele andere Hersteller oder viele auf dem Markt, die sowas auch können. Und hier kommt dann das Ausbessern. Hier seht ihr meinen Versamagic Marker. Ich habe die dünnere Seite verwendet und da, wo ich denke, da fehlt was, deswegen auch das Stempelmotiv hier vorne, habe ich das nachgemalt, wieder mit Embossingpulver drüber gestreut und das Ganze erhitzt. Es ist nicht perfekt, aber definitiv besser als das vorher war und die Lücke hat sich jetzt geschlossen. Wer es weiß, wird wahrscheinlich, so wie ich, wird den Fehler erkennen. Aber für einen Außenstehenden, der das Motiv vielleicht gar nicht kennt, der wird da wahrscheinlich gar nichts sehen. Und jetzt habe ich mein Resteglas für Schleifenbänder rausgekramt und ein türkis- bzw. aquafarbenes Schleifenband genommen. Das Reststück, was ich vorhin abgeschnitten habe, wird zu einer Schleife ge gefaltet. Ich ziehe und zupfe so lange daran rum, bis das endlich auch die Form hat, die ich möchte. Jetzt bin ich natürlich nicht im Bild. Ich habe die Kanten abgeschnitten, so das Ganze dann auch sauber aussieht und in einem, ja, V quasi endet. Das Westcott-Lineal, was ihr jetzt im Bild seht, ist auch relativ neu für mich. Ich nutze das, um halbwegs gerade auszurichten. Klebe schon mal eine Seite von meinem Schleifenband an, richte das genau aus, knicke um und mache die zweite Seite auch fest. Jetzt wird rumexperimentiert, wo kommt die Schleife denn jetzt genau hin? Irgendwas fehlte mir noch, also habe ich mein Resteglas in Silber auch rausgekramt und habe gesehen, ich habe da etwas dickere silberne Fäden, die hätte ich natürlich auch zum Aufhängen der Kugeln vorher verwenden können. Da habe ich aber nicht dran gedacht. Aber ich suche mir jetzt drei gleich große und werde sie dann über mein Schleifenband anbringen. Im Resteglas habe ich übrigens auch diese Kugeln gefunden. Die sind silbern und passen farblich halt super dazu. Und die werden halt auch mit verwendet. Hier knote ich die drei Fäden zusammen und befestige sie auf meiner Karte. Natürlich auf der Rückseite, dass man das nicht direkt sieht. Erst die eine Seite, dann die zweite. Jetzt kommt noch das Motiv oben drauf. Auch hier nehmen wir das Abstandsklebeband vom Action. Ich lasse mit Absicht etwas Platz, wo das Schleifenband ist oder sich befinden wird. Natürlich wieder alles abziehen und mit unserem Tacky Glue drüber gehen. Das Schleifenband und das silberne Band sind etwas erhöht und deswegen habe ich an der Stelle das Abstandsklebeband weggelassen, damit es keine Erhöhung gibt in dem Bereich. Jetzt kommt die Schleife und da experimentiere ich, wie ich das am liebsten gerne hätte. Einmal links, einmal rechts. Ich entscheide mich am Ende für rechts. Da ist jetzt schon Tacky Glue auf der Rückseite der Schleife angebracht. Jetzt kommen noch die Glöckchen. Die werden auch wieder auf so ein silbernes Band gefädelt, dann geknotet und eine Schleife draus gemacht. Ich habe noch an den Enden jeweils einen Knoten gesetzt. Wie ich sehe, bin ich ja nicht immer so toll im Bild. Damit der Faden halt an der Stelle auch nicht wieder aufgehen könnte. Da seht ihr einen Knoten schon.
Hier ist der zweite und dann wird das Ganze natürlich gekürzt. Erst die Schleife, da wieder Jackie Glue oben drauf und dann die Glöckchen oben. Damit das Ganze auch länger kleben bleibt, wollte ich erst mit der Wäscheklammer das Ganze fixieren, aber das ist zu tief in der Karte, das funktioniert nicht. Liquid Glitter. Mein neuer Einkauf aus dem Action, ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt. Ich habe das gekauft und dachte, das wäre doch jetzt eine Option bei dieser Karte. Da sie ja an sich noch ziemlich schlicht ist, könnte man mit dem Liquid Glitter noch Sprenkler setzen. Hier seht ihr auch den Pinsel auf dem Action, den ich benutze. Und ein Anthrazit Metallic Aquarellfarbe im Töpfchen. Die war jetzt auch kurz im Bild. Und damit fange ich an. Ich lege Papier über die Schleife, weil das Schleifenband könnte die Farbe sehr extrem annehmen. Hier habe ich Wasser drauf reingesprüht, verteile die Farbe ein bisschen und sprenkle drauf los. Einfach draufdrücken, da wo ihr, in dem Bereich, wo ihr das besonders gerne haben möchtet. Ihr könnt das ein bisschen kontrollieren, aber nicht hundertprozentig. So, jetzt Ganze wieder trocknen. Weil wenn ich mit der Liquid Water mit dem Liquid Glitter drüber gehen möchte und das Ganze hier noch nass ist, dann verlaufen die Farben ineinander und diesen Effekt möchte ich nicht. Ich möchte ja wirklich, dass die, ich sag mal, weißen Glitzerpunkte oder transparente Punkte auch so bleiben. Hier mit dem Pinsel wieder aufnehmen und sprenkeln. Also insgesamt ist es eher permutfarben, würde ich sagen. Permut, silbern. So bleiben die Punkte zumindest nach dem Trocknen. Und so erreicht man mit einem wenig Farbe einen schönen Effekt. Und die Karte hat an sich jetzt schon ein bisschen mehr, wo man hinschauen kann. Macht das Ganze interessanter. Jetzt kommen wir wieder zum Dekorieren. Hier wieder ein paar Pailletten und Schmucksteine. Für die quadratische Karte habe ich mich auch für die großen, flachen Pailletten entschieden. Die hatte ich mal irgendwo mal gekauft und die sitzen schon eine halbe Ewigkeit bei mir. Und dazu kombiniere ich dann wieder die matt silbernen Pailletten. Und die ganz kleinen Schmucksteine. Das Einzige, was jetzt noch fehlt, ist ein Spruch. Ach, da habe ich anscheinend auch einen übersehen. Da ist ein großer Stein dazu gekommen. Versteckt sich auch leicht auf der Karte. Auf dem Silbernen wirkt das halt auf dem Video jetzt leichter zu erkennen als jetzt auf der Karte selbst. Ich habe gerade eine Stanze ins Bild gehalten. Ich habe aus dem letzten Kit von Gina K. Solche Labelstanzen. Die sind einfach rechteckig und besonders toll geeignet für Sprüche, Wörter. Und ich teste gerade, welche Breite ich denn dafür nehme, weil ich habe verschiedene. Das ist übrigens auch aus dem letzten Kit. Da ist das schon vorgedruckt. Und zwar habe ich mich für Merry Christmas entschieden. Das ist das sogenannte Tonerpapier, beziehungsweise mit Tonertinte gedrucktes Papier. So. Das ist nämlich, das könnt ihr später auch, wenn ihr wollt, mit Folie verzieren. Und das habe ich tatsächlich auch bei dieser Karte ausprobiert. Ich habe das einmal durch mein Laminiergerät gejagt und ich weiß nicht, ob die Folie dafür wirklich geeignet war. Ich habe, so gut es ging, das Ganze jetzt gerettet. Es ist silbern schimmernd, das ja, aber ihr habt halt einen Hauch von diesem Silber auch auf diesem Papier. Ich vermute mal, dass ich die falsche Folie genutzt habe. Ich habe nämlich da nicht drauf geachtet und die alle ziemlich zusammen einsortiert. Hier mit Abstandklebestreifen
und Tekiglu wieder das Ganze etwas erhaben ankleben. Und dann wäre diese Karte, Karte Nummer 3, auch fertig. Jetzt glaube ich, muss ich noch den Spruch für die erste Karte. Genau, da wird genau dasselbe wieder benutzt. Merry Christmas. In diesem Fall entscheide ich mich aber nicht mehr fürs Folieren. Nach der ersten, naja, nach dem ersten Fehlversuch, sage ich mal, habe ich hier das Ganze in Schwarz gelassen. Hat allerdings auch den Vorteil, dass das so stark sich von Aquarellpapier und von dem Gewischten abhebt, dass das eigentlich ein richtiger Eyecatcher ist. Also man schaut zuerst dahin, weil es wirklich sofort auffällt, es leuchtet richtig schön weiß. Wieder mit Abstandsklebepunkten arbeiten hier und Tekiglu. Und bevor ich das aufklebe, habe ich mir gedacht, ich könnte auch auf dieser Karte noch etwas von einem silbernen Garn verwenden. Ich wickel das einfach ab um mein Fingerchen und lege es lose einfach auf das Gestempelte und darüber setze ich dann den Kleber. Damit ist das auch dann gesichert und verklebt, ohne dass man den Kleber sehen kann. Jetzt habe ich das gerade auf den Hintergrund draufgelegt, um zu gucken, wie groß das ist. Und ich habe mich entschieden, nochmal zu stempeln. Und zwar diese Aufhängung, die jetzt dazu kommt. Genau, die Aufhängung von der Kugel, die wir schon auf der anderen Karte benutzt haben, und aber auch den Faden. Ich stemple erst den Faden. Ist natürlich so, wie man am besten Papier spart. Auch wieder mit Archival Ink. Hier habe ich den Stempel nicht vorbehandelt und da habe ich halt auch gemerkt, dass das nicht vernünftig stempelt und musste auch ein zweites Mal ansetzen. Aber das ist ja der Vorteil von der Stempelhilfe. Ihr könnt das so oft wiederholen, bis ihr glücklich seid. Hier wieder den alten Stempel abmontieren, vorher sauber machen. Den zweiten mit dem Deckel aufnehmen. Wieder einfärben und abstempeln. Ein zweites Mal und hier sogar ein drittes Mal. Also auf der rechten Seite wollte die Farbe nicht so wirklich, wie ich das gerne hätte. Jetzt muss ich das Ganze nur noch von Hand ausschneiden. Gucken, ob es diesmal im Bild ist, dass ihr das auch erkennen könnt. Wichtig beim Ausschneiden ist, ihr dreht das Papier. Nicht die Schere, sondern ihr dreht das Papier. Die linke Hand ist sozusagen hier viel wichtiger als die rechte. Die rechte, da habt ihr die Schere und ihr drückt einfach nur auf und zu und mit der linken positioniert ihr die Motive, so wie ihr die braucht. Da habe ich bestimmt auch gerade in die Kamera geguckt nach oben, dann habe gesehen, dass ich dann jetzt diesmal zumindest halbwegs im Bild bin. Jetzt das Ganze noch aufkleben mit Abstandsklebeband. Setze ich mir kleine Stücke, um das Ganze mit Abstand auf die Karte aufzukleben. Das, was so ein bisschen übersteht, habe ich weggeschnitten. Man möchte das ja nicht sehen, dass da Klebeband drunter sitzt. Und für den feinen Zipfel nehme ich Tekiglu. So. Auch die Kugel wird aufgeklebt. Hier wieder ordentlich Abstandsklebeband.
und Tekiglu obendrauf. Es gibt euch auch ein bisschen den Freiraum, auch euer Motiv etwas bewegen zu können, wenn ihr das irgendwo aufklebt. Wenn ihr nicht sofort zu sehr drauf drückt, habt ihr noch die Möglichkeit, es zu manövrieren. Hier habe ich zum Beispiel angedrückt und festgestellt, oh, da ist zu weit nach rechts, bisschen wieder angelöst, mittig ausgelegt, geguckt, dass es das auch wirklich mittig ist und dann gedrückt. Jetzt noch die Aufhängung für unsere Kugel. Soweit, so gut. Jetzt fehlen nur noch ein paar Pailletten und Schmucksteine und dann wäre diese Karte dann auch fertig. Was jetzt nicht im Video war, ich habe auch bei diesem Motiv etwas mit meinem Versamagic Marker ausgebessert, da ich unten gemerkt habe, dass mir da irgendwie mit dem Embossen gewisse Lücken entstanden sind. Und das habe ich ohne die Kamera dann nachgeholt und ein bisschen ausgebessert. Hier und da immer ein paar Steinchen. Habe wieder einen großen, einen mittelgroßen und drei kleine gesetzt. Drei Pailletten und gerade Zahlen sind einfach schöner fürs Auge. Also ich achte da nicht wirklich direkt drauf oder zähle die ab, aber wenn ich dann kontrolliere und merke, das, was mir gefällt, sind meistens wirklich ungerade Zahlen. Und ich mache das teilweise schon ohne Absicht, wirklich einfach kleben, kleben, kleben. Und manchmal sind es mehr, manchmal weniger. Es fehlt nur noch ein einziger Schritt. Und zwar kommt zum Schluss noch Glossy Essence zum Einsatz. Und wir glasieren sozusagen die Aufhängung von der Kugel, um das Ganze ein bisschen hervorzuholen und interessanter zu gestalten. Das gleiche mache ich auch bei der zweiten Karte. Da wird die Aufhängung genauso mit dem Glossy Essence eingefärbt. Das war's. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.